Hallo an das Kollektiv der Wagen. Hier ist Julia Aurelia, jetzt mit deiner Legung für den Oktober, falls du die Waage im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Ich lege dir heute das große Blatt mit dem Lenormand und ich schaue mir die Karten an, die um dich herum sind. Die Karten, auf die du dich spiegeln lässt und auf die du dich rösseln lässt. Und dann schauen wir mal, was so die Botschaften für dich sind und was die Energien sind für deinen Oktober. Du siehst hier auf der rechten Seite bereits das Seelenreise-Tarot. Da werde ich ebenfalls eine Karte ziehen für diese Legung, um eine Hauptenergie zu bekommen. Rausgefallene Karten hier nehme ich im Übrigen nicht. Und dann gehen wir, egal was sich jetzt hier zeigt, ob das jetzt was in der Liebe, im Privaten, anderweitig oder im Beruf ist, wir gehen da einmal rein in die Erweiterung, um zu schauen, ja, was ist denn die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft der Situation und der Tipp der geistigen Welt? Auch noch ein paar andere Punkte, die wir da klären. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal. Was sind die Energien für das Kollektiv der Wagen? Die kollektiven Energien bitte für die Wagen. So, bevor ich das jetzt auslege, werde ich tatsächlich die Karte vom Tarot ziehen, weil ich das jetzt immer irgendwann Mitte der Legung gemacht habe und nicht am Anfang. Also immer oft verballert habe hier. Kriege ich einmal bitte die Energie für das Kollektiv der Wagen als Hauptenergie für den Oktober. Guck mal, das ist eine schöne Karte hier. Da haben wir die 9 der Münzen. Die 9 der Münzen ist eine Karte, von der man sagen kann, die harte Arbeit zahlt sich aus. Du wirst jetzt die Früchte deiner harten Arbeit ernten können. Was auch immer das jetzt für dich bedeutet. Auch kann es sein, dass du genau irgendwas generell erreicht hast, worauf du lange jetzt hingearbeitet hast. Oder das Thema Selbstständigkeit, Unabhängigkeit könnte hier für dich ein ganz, ganz großes Thema sein. Ich lege einmal die Karten hier aus. Du siehst bereits, die Dame ist gefallen ganz oben. Die Dame ist deine Karte. Egal, ob du Mann oder Frau bist, die Dame, die Personenkarte, für die ich diese Legung mache. Es gibt ein paar Karten, was so die Hauptkarten sind, wo man immer so ein Auge drauf hält. Das ist, na, guck mal, und da haben wir die Unabhängigkeit. Tata. Ich habe nicht gefragt, ob der Turm an deiner Seite ist. Und hier ist er. Unabhängigkeit, Eigenständigkeit. Ganz, ganz großes Thema für dich. Vielleicht auch das Thema Alleine sein, Abgrenzung. Schauen wir mal. Das ist eine Person, mit der du es zu tun hast. Egal ob Mann oder Frau, egal ob Freund, Freundin, Partner, Partnerin, Familienmitglied, Arbeitskollege. Also hier im Prinzip ein Platzhalter für eine Person, mit der du es zu tun hast. Und die anderen Karten, die ansonsten noch eine große Rolle spielen, sind eben der Anker. Der Anker steht für die Arbeit und die Stabilität. Das Herz für die Liebe und Herzensangelegenheiten. Und der Ring hier für Partnerschaften, Beziehungen und Verträge. Und die haben wir direkt einmal nebeneinander. Es könnte natürlich eine Liebesbeziehung sein, eine Liebesverbindung sein oder eine Herzensangelegenheit oder sage ich mal eine freundschaftliche Beziehung könnte hier im Prinzip auch liegen. Eine Beziehung, die dir sehr am Herzen liegt. Also das erste Gefühl, was ich hier definitiv reinbekomme, ist, dass du dich wieder stabiler fühlst. Du fühlst dich kraftvoller, stabiler, sicherer, stärker. Vielleicht hast du dich körperlich, mental oder emotional nicht so gut gefühlt. Ich habe das Gefühl, das klärt sich jetzt. So, kannst du alles sehen? Oh, hervorragend. Super. Brauche ich heute mal nicht die Kamera hin und her wuscheln. Okay, also wir schauen uns das mal an. Du selber bist hier ganz, ganz oben. Lass mich mal gucken, auf welche Karten fällst du denn unmittelbar? Die Arbeit hier relativ weit weg. Wir gucken mal, ob es irgendeine Verbindung gibt dazu. Die Karte, auf die du fällst. Ich meine, einmal haben wir hier
den Turm direkt dran, wo es um die Abgrenzung geht oder die Unabhängigkeit. Das ist eben eine Karte, die ich mit dieser Karte verbinde. Im Gerösselten fällt der Ring auf dich, also eine ganz bestimmte Partnerschaft oder Beziehung. Das heißt, ich würde mir jetzt einmal tatsächlich anschauen, deine Karte und die Karten drumherum hier. Auch die andere Person fällt tatsächlich da drauf. Also eine sehr gefühlsvolle oder emotionale Beziehung haben wir hier zu einer Person, die einen gewissen Einfluss hat. Die Person könnte sehr stark sein, einflussreich, in einer führenden Position sein oder grundsätzlich einen gewissen Einfluss hier auf dich haben. Es kann hier auch um finanzielle Aspekte gehen. Vielleicht wird hier eine finanzielle Entscheidung getroffen oder eine gefühlsvolle Entscheidung, die was zu tun hat mit einem Neuanfang. Es tut mir leid, Leute. Also hier sind so viele Karten, es sind 36 Karten und ich habe jetzt bestimmt bei jedem von euch gesagt, es kommt irgendwas Neues. Ich habe das Gefühl, dass die, und ich habe das gerade schon gesagt bei den Zwillingen, ich habe das Gefühl, dass das große Ereignis, die Mondfinsternis, die wir haben, mit einem Neuanfang kommt. Also auf irgendeine Art und Weise ist hier sehr viel Energie, wo es um Neues geht, was jetzt im Oktober wirklich in unser Leben kommt. Und auch da wieder eine neue Partnerschaft und Beziehung oder ein Neuanfang innerhalb einer Partnerschaft und Beziehung. Es könnte die Beziehung zu einem Kind sein, die hier sehr gefühlsvoll ist, wo entweder das vielleicht das Kind ist hier oder wo hier noch eine andere Person eine Rolle spielt, natürlich ebenfalls. Das sind die Karten, um die ich dich geröstelt sehe. Ich möchte mich mal ein bisschen weiter wieder um dich herum fokussieren und dann schauen wir mal, was hier noch weiterkommt. Wir sehen die Stabilität und Sicherheit hier, die sich die Einzug erhält in dein Leben. Und ich habe wirklich das Gefühl, du bist, okay, also die Energie, die ich von dir bekomme, du bist gesünder. Der Oktober ist eine Karte, wo du in jeglicher Hinsicht gesünder wirst, wo du wieder mehr Stabilität und Sicherheit integrierst, wo du dich stärker, kraftvoller fühlst, wo du dich sicherer fühlst, wo du eine innere Stabilität und Sicherheit hier erfährst. Und ich habe das Gefühl, Stabilität und Sicherheit liegt hier für dich mit liegt hier mit Sicherheit. Die Sicherheit liegt hier mit Sicherheit, ja. Also das erstmal eine sehr, sehr kraftvolle Karte, die ich für dich persönlich wahrnehme. Wir sehen, dass es hier auch das Thema Heilung sehe ich sehr nah an dich dran, an dir dran. Ne? Beide sind Heilungskarten hier im Prinzip. Über Umwege kommt der Frieden, über Umwege kommt die Harmonie hier. Das ist etwas, was ich ebenfalls reinbekomme. Wir sehen so ein paar Komplikationen und Umwege tatsächlich dran. Das kann zu tun haben mit dem Thema Heilung. Wie gesagt, das gefühlt war das etwas. Vielleicht gab es ein paar Komplikationen mental, emotional, körperlicher Natur. Ich habe das Gefühl, da klärt sich aber etwas. Auch ansonsten könnte es sein, dass es in deinem Leben irgendwas gab, wo es dann doch eine Komplikation gab oder einen Umweg gab, welche dir erstmal Nervosität und Stress verursacht hat, was auch wiederum dazu geführt hat, dass gefühlt Nervosität und Stress A auf der Arbeit liegt oder B auf deiner Stabilität und Sicherheit. Ich habe das Gefühl, mit dieser Komplikation, mit diesem Umweg kommst du aber so langsam in den Frieden. Da klärt sich gefühlt für dich was. Wir sehen die Abgrenzung. Es kann sein, dass du dich von etwas abgrenzt, was entweder von einer anderen Frau, einer Freundin, einer Mutter, einer Schwester, einer Rivalin, dass hier da eine Abgrenzung, eine Abtrennung oder ein Rückzug stattfindet. Ich habe aber auch das Gefühl, und das ist das, was ich eigentlich für die meisten von euch reinbekomme, dass es hier irgendwas gibt, was eben zu tun hat mit einer Komplikation, einem Umweg, wo ich das Gefühl habe, du setzt Grenzen. Und vielleicht auch das Thema sich ausgegrenzt, abgegrenzt fühlen aufgrund von Komplikationen und Umwegen. Und das könnte hier zum Teil ein bisschen an dir nagen. Und es nagt an dir im Prinzip eine Täuschung, die wiederum auf oder in eine Partnerschaft oder Beziehung oder einen Vertrag fällt. Also in einen Vertrag. Irgendwas ist hier an die Öffentlichkeit gekommen, irgendeine Information vielleicht, irgendwas wurde angekündigt. Das führte zu einer Täuschung hier innerhalb eines Vertrages oder einer Partnerschaft und Beziehung. Das wiederum führte zu Verlust. Irgendwas ist in den Verlust gegangen oder etwas hat hier wirklich an dir genagt. Vielleicht diese Abgrenzung, dieser Rückzug oder das Alleinesein. Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl,
Gerade weil wir diese Karte haben. Ja, wobei diese Karte spricht tatsächlich von Stabilität, Sicherheit und von Unabhängigkeit. Und das war ja das Erste, was ich wirklich mitbekommen habe, was ganz stark rauskam. Du wirst dich stabiler und sicherer fühlen, auf jeglicher Hinsicht. Und das kann vielleicht damit zu tun haben, dass du dich abgrenzt von einem Einfluss, der hier für Komplikationen und Umwege sorgt, dass du dadurch wieder in die Harmonie kommst, in den Frieden kommst. Lass mich mal weiterschauen. Ja, und dann haben wir quasi den Neuanfang, einen Neuanfang, der... Ein Neuanfang in einer Partnerschaft und Beziehung, ein neuer Vertrag, eine neue Beziehung, eine neue Partnerschaft, die hier in den Fluss kommt. Über eine Entscheidung, Haus der Entscheidung. Diese Entscheidung ist eine emotionale Entscheidung. Du hast hier eine, du triffst eine emotionale oder eine intuitive Entscheidung, die zum einen zu tun haben kann mit den Gefühlen zusätzlich noch oder mit den Finanzen. Und dann haben wir hier die andere Person. Ich habe das Gefühl, ich muss mir die Person auch nochmal anschauen. Ihr seid euch zu geneigt. Aber ich habe das Gefühl, was zwischen euch ist, sind der Hund und die Maus. Wir haben Kummer und Sorgen oder das Thema Verlust, Verlustängste. Vielleicht geht die Hilfe, die Unterstützung, die Treue oder das Vertrauen in den Verlust. Eine Möglichkeit. Dafür sprechen würde, dass hier vielleicht eine Information liegt, die blockierend ist und für Unklarheiten sorgt mit der anderen Person oder vielleicht ein Geheimnis liegt, was eine große Blockade darstellt und für Unklarheiten sorgt. Es könnte ebenfalls sein, dass, wenn das nicht in den Verlust geht, diese Thematiken, dass wir hier aber zumindest, sage ich mal, Kummer und Sorgen haben, welcher sich bezieht auf die Thematik Freundschaft, Loyalität, Treue, Unterstützung, Hilfe. Und ich habe das Gefühl, die Person denkt darüber nach, mit irgendwas in den Frieden zu kommen, mit irgendwas ins Reine zu kommen und eine positive Veränderung hier, vielleicht eine friedvolle Veränderung, eine friedliche Veränderung. Eine harmonische Veränderung. Dann kommen wir aber wieder, ja, ist auch das ist tatsächlich aktuell immer mit im Mix. Wir haben nämlich hier das Haus des Sarges. Wir sehen also eine Veränderung, die zu einem Ende oder einem Stillstand führt. Ich habe aber das Gefühl, hier geht es in erst, wenn ich mir diese Karten anschaue, abgesehen von dieser Karte, geht es hier darum, um Unterstützung und Hilfe und eine friedliche Veränderung, wo etwas losgelassen wird. Hier nagt der Verlust an der Person oder grundsätzlich Kummer und Sorgen nagen hier an der Person. Und das ist das, was euch verbindet. Das muss vielleicht nicht zwingend zwischen euch sein, dass das zwischen euch ist, aber vielleicht ist das was, was ihr beide erfahrt. Ne? Vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann haben wir hier auch noch den Reiter. Das heißt, diese friedliche Veränderung kommt mit irgendeiner Aktion. Hier passiert irgendeine Aktion. Diese Aktion ist sehr gefühlvoll, sehr emotional. Und diese Aktion, damit klärt sich etwas. Es klärt sich etwas, was hier eine große Belastung ist, ein Schicksalsschlag oder ein Karma gegebenenfalls. Und dieses Karma hier liegt auf im Hause der Reise. Eine Belastung, ein Schicksalsschlag oder ein Karma bezogen auf etwas, was in der Ferne ist, im Ausland, bezogen auf eine Bewegung, auf eine Reise, einen Umzug oder auf ein gewisses Ziel. Ne? Das Schiff hat ja auch immer ein Ziel, was letzten Endes in der Ferne liegt, sozusagen. Also eine Belastung, die in der Ferne liegt. So. Dann sehen wir an der anderen Person dran Emotionen oder Finanzen, Unklarheiten, beziehungsweise, ja, es gibt so ein paar Unklarheiten und es finden Kommunikation und Gespräche statt über diese Herzensangelegenheit, die ich hier in der Herausforderung, in der Blockade sehe. Irgendwas, es
könnte ein blockiertes, ein Herz sein, das blockiert ist oder eine Herzensangelegenheit, die mit Blockaden und Herausforderungen kommt. Darüber wird aber geredet. Geredet wird auch über diesen Ende, dieses Ende, diesen Stillstandes, welches durch diese Veränderung kommt. Und auch hier muss man sagen, der Storch mit der Veränderung ist im Hause des Sarges. Und hier im Hause der Veränderung ist die Sense. Beides sind Karten, die sagen, ein Stillstand, etwas wächst nicht weiter. Ne? Und das ist ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, es könnte eine plötzliche Veränderung sein. Es könnte sein, dass hier etwas gekürzt wird, zu einer Veränderung führt. Oder dass eben eine Veränderung kommt, dass etwas beendet wird. So. Ja, auch an dieser Person liegt dran eine Entscheidung, eine emotionale Entscheidung. Dann haben wir hier, etwas kommt an die Öffentlichkeit in einer Herzensangelegenheit, die auch mit dir etwas zu tun hat. Und gespiegelt haben wir die Person schon, ja, auf Informationen, Wissen, Fakten zum Thema Loslassen oder ein Geheimnis. Oder ein Wissen, das noch im Verborgenen liegt, was hier zu einer Blockade führt in einer Herzensangelegenheit. Auch eine Blockade bezogen auf das Thema Freundschaft, Loyalität, Treue, Unterstützung, Hilfe. Und dann haben wir hier die Wolken, Unklarheit, Unsicherheit. Die Unsicherheiten führen hier auch bei der anderen Person zu Kummer und Sorgen oder Verlustängsten. Und diese Person selber im Hause tatsächlich des Einflusses. Also, was ich vorhin schon sagte einmal, diese Person hat gefühlt einen großen Einfluss im Oktober auf dich. Vielleicht eine sehr starke, kraftvolle Persönlichkeit. Spannend. Was ist denn da vorgefallen? Lass uns nochmal die Karten um den Ring anschauen. Ein Neuanfang kommt über Umwege. Oder ein Neuanfang kommt hier mit Komplikationen und Umwege. Hier würde ich tatsächlich sagen, immer wenn der Ring reinfährt, es könnte sein, dass hier dass jemand aus der Ferne auf dich zukommt. Eine Fernbeziehung oder jemand aus der Ferne, etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Oder eine Reise innerhalb einer Herzensverbindung. Und dann haben wir hier schon wieder am Ring auch dran, Neuanfang, Ende. Ende eines Einflusses, der hier mit Sicherheit liegt. Und dann auch noch die Abgrenzung. Es könnte eine Abgrenzung sein von etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Aber was gefühlt, wo es irgendeine Komplikation gab oder einen Umweg. Der Neuanfang könnte kommen über eine langsame Abgrenzung oder langsam in die Unabhängigkeit gehen, in die Selbstständigkeit. Ihr Lieben, ich möchte da jetzt einmal reinschauen. Ich habe das Gefühl, hier ist ein sehr komplexes Thema und ich möchte mir das gerne anschauen in der Erweiterung. Das heißt, was auch immer das für dich jetzt ist, wir gehen in das keltische Kreuz, wo wir wirklich nochmal 11 weitere Karten ziehen, weil ich auch noch den Tipp ziehe. Wir schauen uns an, wie entwickelt sich die Situation auch im weiteren Verlauf, was bringt die andere Person an eine Energie mit rein, was bringst du für eine Energie mit rein. Der Tipp für dich, der Fokus Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, um einfach die Situation nochmal ein bisschen genauer definieren zu können. Wenn dich das interessiert, ich mache das mit dem Seelenreise-Tarot, folge mir gerne auf Vimeo oder Patreon. Die Links findest du unter diesem Video in der Infobox. Der erste Link ist zu Vimeo, da kannst du dir das Einzelvideo freischalten lassen und auch runterladen, was ich ja mega cool finde, weil dann brauchst du nicht immer gleich auf YouTube gehen oder dich wieder zu Vimeo finden, sondern dann kannst du einfach sagen, okay, das habe ich mir jetzt runtergeladen auf mein Gerät und kann es mir im Laufe des Monats echt nochmal easy peasy anschauen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie durch die anderen 1000 Legungen nochmal durchwuscheln muss. Für all diejenigen, die sagen, oh nee, ich kaufe immer ganz, ganz viele Erweiterungen, die Patreon-Mitgliedschaft wäre dann was für dich, wo dir alle Erweiterungen zum Preis der Mitgliedschaft immer freigeschaltet werden. Ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video oder gleich in deiner Erweiterung. Also bis gleich.
Thank you.